Zeit habe ich eine schnittige Idee für euch, und zwar, wie ihr eure Frühlingsblüher toll in Szene setzen könnt. Diese schönen Kunstlederbeutel, die habe ich ja schon mal zur Weihnachtszeit vorgestellt mit einer Amaryllis gewachst. Mit diesen schönen, könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern, Gewürzen. Und jetzt sind sie endlich da und jetzt möchte ich die gerne mit Frühlingsblühern umsetzen. Aber nicht einfach nur eine Pflanze rein, sondern so ein bisschen Mehrwert. Und zwar ist da ja Folie drin. Das macht die Sache natürlich gestalterisch tausendmal leichter. Ihr benötigt einmal Steckmasse, also Frischblumensteckmasse. Genau ein Ziegel. So, und den teilt ihr euch auf. Und zwar einmal halbiert für den großen Topf. Das passt da nämlich genau rein. Und dann diese zweite Hälfte für die beiden Töpfe, weil ich in die Frischblumensteckmasse gerne die Kirschzweige einstecken möchte. Weil dann habe ich nicht nur die Blume, die blüht, sondern irgendwann auch die Kirschzweige mit den Blättern, mit den Blüten. Und bei uns stürmt es hier noch wie Hulle. Jedes Wochenende irgendwie ein neues Orkantief. Meine ganzen Pampasgräser, die hängen so kreuz und quer hin und her über den ganzen Hof. Und deswegen kommt auch nochmal das Pampasgras damit rein, weil es macht es auch so ein bisschen weich. Und dann ist das reinweiß nicht so, dann eigentlich strahlt es noch mehr dadurch. Und dann mit dem Braun, die Kombination mit den Ästen und Zweigen, finde ich gerade super schön. Und deshalb setze ich das jetzt, ich habe einmal vorbereitet, einmal mit euch zusammen. So, wenn ich das jetzt hier so hoch reinsetze und mit dem Topf kommt das Ganze zu hoch. Die Proportionen stimmen nicht. Man könnte es machen, normalerweise ist es immer so, weil man sieht ja jetzt hier schön schon die Zwiebeln. Na, aber mir ist das zu hoch, weil die auch noch höher werden und dann kippt das irgendwie. Da habe ich mir gedacht, also erstmal sowieso ohne Topf, direkt auf die Frischblumensteckmasse, hat den Vorteil, hier unten ist Wurzelwerk, die kriegen von unten noch mal ein bisschen Feuchtigkeit. So, jetzt ist mir das eben zu hoch, deshalb nehme ich die noch mal raus. Da müsst ihr ja so ein bisschen spielerisch rangehen, gucken, welche Proportionen so gut sind, dass ihr sagt, damit kann ich jetzt gut leben. Ist ja sowieso immer alles ein Spiel der Proportionen. So. Ja, das gefällt mir besser. Es ist minimal, aber ich meine, das macht schon ein bisschen was aus, ne? Dann kommt als nächstes die Kirsche. Ach, jetzt muss ich noch mal ein paar neue Zweige reinholen. Ich kann auch eben hier. So, in diesen Topf kommt die schöne weiße Tulpe. Und in diesen die schöne. Also der Krokus ist der Knaller. Ich finde, das ist eine der allerbesten Blüten. Und jetzt, wo sie hier drinne steht, guckt mal, wie schön die schon aufblüht bei der Wärme. Ihr könnt das natürlich auch in den Farben gestalten, wie ihr das mögt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, oh, ich finde Lila so toll oder ein Mix aus allen Farben. Aber ihr wisst ja, ich mag gern weiß. So, also die Proportionen stimmen auch. Jetzt brauche ich die Kirschzweige. Platz machen. Ich hole noch mal Gartenbund rein, kleinen Moment. So, hier sind natürlich auch echt Verbrecherzweige dabei, das muss man einfach mal sagen. Die beiden, finde ich, sind echt nicht so toll. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass da noch was austreibt. Das finde ich schon ein bisschen frech, wenn sowas dabei ist. Das sind halt welche, da passiert nichts mehr. Aber gut, es ist, wie es ist, Natur. So, die hier, da sieht man schon schön, die werden austreiben, weil da ja auch schon was Grünes dran ist. Müsst ihr echt auf die Qualität achten, dass das schön sauber und grün ist, der Austrieb. Und möglichst auch schon so Blattwerk. Also manchmal ist das nämlich so, wenn die zu lange ohne Wasser liegen, dann sind die angetrocknet und dann gehen die auch nicht mehr auf. Und da muss man echt mal gucken, ob das sich hier frisch anfühlt oder klebrig, ob das ein helles Grün ist oder ob das schon so, wenn man da ankommt, schon abfällt, dann ist es auch angetrocknet. Das heißt also, diese hier, da kann ich rankommen, die fallen nicht ab, die sind topfrisch. So, dann fangen wir mal an. Das Tolle ist eben auch, dass man, indem man jetzt hier in die Steckmasse reinsteckt, nicht nur die Kirschzweige mit Wasser versorgt sind und somit schön aufblühen in Weiß, sondern es gibt der ganzen Blume auch noch mal einen Halt. Ihr wisst ja, Frühlingsblüher werden immer in der Wohnung sehr lang. Und wenn die dann diesen Halt durch die Äste und Zweige bekommen, ist es natürlich ja, doppelt gut. Schön darauf achten, dass ihr da auch reinsteckt in die Steckmasse, nicht daneben. Auch hier könnt ihr diese, die abgeschnitten sind, braucht ihr nicht wegschmeißen. Die brauchen wir gleich für diese Töpfe, wo hier mehr Freiraum ist. Dann stecke ich das hier unten schon rein, dass die Pflanze nicht hin und her wackelt. Also alles verwerten, nicht unbedingt irgendwie was wegschmeißen.
Also am schlichtesten ist es ja immer, wenn man, drei Sachen, wie immer, ne? Gefäß, Blüte und Zweige. Das gibt natürlich Ruhe, nur die Kirschzweige. Ne? Sobald jetzt da noch diese Puschel mit reinkommen, wird es unruhig. Deswegen lasse ich den auch wirklich pur. Den stelle ich mal auf die Seite. Und bei denen mache ich jetzt ein bisschen Spielerei mit Zweigen und den Gräsern. So, also ich habe jetzt tatsächlich für drei Töpfe zwei Kirschzweige, also zwei bunte benötigt, weil die nicht so üppig ausfielen. Und das muss ja auch ein bisschen Stabilität haben. Also einer wäre, glaube ich, ein bisschen zu gitzelig. So, jetzt habe ich meine Pampasgräser hier. Und die unterteile ich nochmal. Sonst ist der Wedel zu lang. Und jetzt sieht man nämlich, wie schön man hier... Der ist ja eh trocken, da kann man einfach wirklich nur in die Erde reingehen, dass das so ein bisschen weich ist und die Übergänge. Das ist ja so eine zarte Blüte, die fühlt sich da dann ganz wohl, wenn die in diesem... Krass, so ist es ja in der Natur schließlich auch. Ihr habt im Garten eure Gräser, unten kommen die Frühblüher raus. Also das ist eine sehr natürliche Art zu gestalten. So, jetzt könnt ihr natürlich noch kleine Wachteleier reinmachen, aber eigentlich... Muss es nicht sein, weil man das gar nicht sehen würde. Es ist so schönes Grün hier, wenn man reinguckt, das ist gut ausgefüllt. Obwohl ein, zwei kleine Wachteleier oder eine Feder schräg durch, kann man alles machen. Man könnte auch noch schön mit Jute und Kordelband rum, aber all das brauche ich im Moment nicht. Ich würde es gerne ganz pur und schlicht lassen. Was mir besonders gut gefällt, wenn man so einen Blick hier rein hat und die Zwiebeln sieht. Also ich halte das mal so daran, dann kann man dicht rangehen. Das finde ich auch mal ganz toll, weil da geht das Auge rein, helle Zwiebel wiederholt sich. Das finde ich auch sehr schön. Also da würde ich jetzt gar nicht so viel Gräser hinpacken. Zumal die Blüte blüht ja erst an zwei Stellen. So, Gefäß Nummer 3 fertig. Jetzt habe ich 6 schöne Gefäße. Und wie ich die dekorieren würde auf dem Tisch, das möchte ich euch gerne jetzt noch zeigen. Dafür mache ich mal eben schnell klar Schiff und dann geht es gleich weiter. Das ist Hasendeko ganz nach meinem Geschmack. Ich liebe diese schönen großen Holzhasen. Handgeschnitzt bzw. handgefertigt, richtig schönes Massivholz. Und das ist genau meins. So würde ich hier meine Tafel dekorieren, diese ganzen Frühlingsblüher mit Pötten hinstellen. Ob ihr nun so viel macht wie ich habe halt den Platz dafür oder weniger oder kleiner. Das ist ja jedem selbst überlassen, aber das sind so die Hasenkollegen. Also ich finde, das sieht aus wie so eine echt richtig große Hasenfamilie. Und jeder hat ja, ist ja anders. Ne? Der ist jetzt so rund und bauchig, den finde ich gut. Der guckt mal eben, was hier so los ist, wo er seine Eier platzieren kann. Und das könnte man wirklich so als riesen Hasenfamilie, als Gruppe aufbauen. Und da würde ich noch irgendwie ganz viele Kerzen dazu stellen. Und dann wäre das auch eine ganz natürliche Deko zu Ostern. Ja, à la Imke, quasi. Oh, es duftet. Ihr müsstet hier mal dabei sein, wie das hier riecht, die Hyazinthen. Und wer die nicht mag, der nimmt halt künstlich oder lässt Hyazinthen weg und macht das nur mit Tulpen oder mit Krokussen. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Wir haben die Hasen auch noch in Türkis und Grün. Also man könnte das auch ganz farbintensiv und farbenfroh gestalten. Aber die Natur ist halt immer noch so voll meins. Ihr seht ja hier, ne, so... Ja, also in diesem Sinne, wenn euch die Hasendeko, das Hasenrennen hier Spaß gemacht hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und abonniert doch meinen Kanal und seid immer live dabei, beziehungsweise bei YouTube und folgt mir oder uns und unseren Ideen, dann es wird immer weiter neue Sachen geben. Ich werde mal schnell das nächste vorbereiten und wir sehen uns in Kürze mit Würze, eure Imke. Ciao, bis dann. Tschüss.